Willkommen zurück, das hier ist schon der dritte Part. Von was ballern die denn? Hä? Was ist das denn? Von draußen, oder was? Ich beobachte dich, Motherfucker! Das Bild hängt schief. Mir zu heiß. Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn. Schön stehen bleiben. Er gehört euch, Jungs. Wir haben keinen Tag der offenen Tür. Ein Freund. Da im Haus. Heilen. Mist. Okay. Da bist du. Totes Arschloch auf 12 Uhr. Da bist du ja. Nein! Scheiße, ey! Jammerlich verreckt! Kacke war's! Kaputt machen konnte ich auch nix. Geld haben wir auch wieder verloren. 16.000, ach egal, was soll's. Ja. Oh, nee. Sind wir wenigstens da. In der Nähe. Nehmen wir mit. Okay, raus hier. $800. Verbleibender Schaden. Ich würde sagen, dass wir es hinkriegen. Ach Gott. Es ist ja wie am Arsch der Welt hier. Kein Auto, wo ist hier die Straße zur Hölle? Tick vor. Bin so ziemlich mit allem knapp. Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Irgendwas dabei, was du brauchen kannst? Sag ja. Immer, was du hast. Munition ist gut. Geh sorgsam damit um. Schau jetzt ab. Jo, mach das. Danke. Auto. Ich brauch eine neue Kiste in Tick vor. Ich geh noch eben pissen. Dann bring ich ihn raus zu dir. Nicht kollidieren. Einmal Auto, wie bestellt. Ich weiß, dass du schätzt. Halt, falsche Richtung. Wo will ich denn hin?
So. Farm, farm, farm. Jeha. Farm, farm, farm. Abbiegen. So, wenn wir den jetzt noch den Schaden machen können und dann noch den Boss davon kriegen, dann kann ich, denke ich, ganz zufrieden sein. Dann mache ich nämlich Schluss für heute. Okay. Was haben wir denn hier? Komm runter. Versuchen wir es hier drüben. Wir haben einen Gast. Wie konntest du mich jetzt entdecken? Das verstehe ich nicht. Er gehört euch, Jungs. Ich gehe davon. Gut, erstmal hier schön außen rumlaufen, alles sichern. Keiner hat ihn gesehen? Hört zu träumen und findet diesen Wichser. Suchen wir woanders weiter. Ganzen Scheiß. Schnappt euch diesen dämlichen Hurensohn. Ich bin noch kein Hurensohn. Oh, ein Kopf. Hier drüben ist nichts. Umgeh ihn. Der ist so tot wie ein Hummer in Butter. Er gehört euch, Jungs. Jungs. Er ist so tot wie ein Hummer in Buttersauce. Wie so ein Buttersauce. Gut, jetzt reden wir mit Pablo. Der Junge will hier rumballern, rum, wo er dich nicht sieht. Heute ist der letzte Tag deines erbärmlichen Lebens. Das wage ich dann doch zu bezweifeln. Ich gehe erstmal zu Pablo. Oh, tollen Kopf. Kannst du mir eine anständige Karre nach Tick vorschicken? Ei, ich bring ihn dir sofort rüber. Gut. Wieso parkst du da? Vier Räder und ein Motor. Alles, was du brauchst. Danke. Du hast das zu schätzen. Gut, quatschen wir ein bisschen mit Pablo. So. Gute 400 Meter. Hey, Vorsicht. Gut, Pablo, bin gleich bei dir. Eigentlich wollte ich es ein bisschen anrumsen lassen, aber... Das lasse ich dann mal lieber ein bisschen. Keine Fuhre mehr raus nach Kuba. Großartig. Jo. Sie haben es irgendwie geschafft, sowohl den Kommunisten als auch den Gangstern ans Bein zu pissen. Pops Holland soll ihretwegen am Arsch sein. Solche Wichser trifft man am besten, wenn man ihnen an die Kohle geht. Ha, stimmt. Hab gehört, Frank hat Pops gesagt, er soll seinen Arsch zum Frachthof schaffen. Pops geht nirgendwo hin, bevor er nicht mit ihnen fertig ist. Soll ein harter Brocken sein. Einer, der überlebt. Danke für die Warnung, Pablo. Aber ich hatte schon Schlimmeres als Papst. Gut, also konfrontieren wir den noch.
Und dann passt das Ganze. So, komm, da steigen wir ein, Lincoln. Und dann fahren wir mal zu Pablo. Ne, nicht zu Pablo. Durch Pops. Zu Pops, durch Pops. Zu Pops, durch Pops, in Pops, Rollmops. Das ist die Zauberformel. Für das ewige Glück. So ein Dünenwitz. Ja, wir haben darüber geredet, Baby. Cool, wir sind nicht mal aufgefallen. Also komm, dann wollen wir noch mal. Geht natürlich nicht. Das geht auch nicht. Sag mal, was ist denn das? Jetzt sind wir eingesperrt. Gott sei Dank nicht. Ja, wieso läufst du nicht? So. Komm. Der hört nichts. Normaler Lagerarbeiter. Ja. Denkst du, ich kann Alice aus dem Büro zu einem Date ausführen? Alice Holland? Denk dran, dass ihr Vater dein scheiß Boss ist. Und ihr Bruder ist ein gemeingefährlicher Junkie. Du denkst also, dass das keine gute Idee ist? Geschwören, ich hab was gehört. Nach, der versucht uns umzubringen. Wenn du länger lebst als er, kannst du verdammt nochmal machen, was du willst. Hier ist nichts. Alles sauber. Halt, komm, dreh dich um. Nur eine Frage der Zeit, bis ich dich finde. Jetzt legst du dir erstmal schlafen. Du gleich hinterher. Jetzt hat sich die Liebesbeziehung sowieso erledigt. Das dürft ihr aber selbst euch, also Vollpfosten, so wie euch, klar sein. Ducken, pfeifen. Nichts los, auch nicht schlecht. Okay, der ist dann wohl da drin. Auf der anderen Seite. Abgemacht zum Teufel. Hinlegen, hinlegen. Geht doch. Gut. Okay, da kommen wir wohl nicht rauf. Ja, ich glaube, das war's jetzt mit dem Stealth und mit dem Schleichen. Sieh nach, ob er dahin zurückgegangen ist. Ich hab was entdeckt. Gut. Wo? Sieh, es ist eh schon zu spät. Es klingt so gerissen, wie du glaubst.
Meine Güte, jetzt haben die auch noch ihre Verstärkung verständigt, ey. Ist doch scheiße. Woher kommst du denn? Den ganzen Scheiß haben wir ihm zu verdanken. Gut. Sehr ekelhaft. Da oben ist er. Alles klar. Wie ist der an uns vorbeigekommen? Sehen wir mal hier nach. Erstmal lieber nicht. Überraschung. Ja, komm. Los, wir nach. Feierabend. Bin ich schon da? Wenn ich mal da bin, bin ich da. Mist. Zu spät, um abzuhauen, Junge. Ist mal lieber nicht hergekommen. Verdammt! Da! Da! Seht ihr ihn! Ich hab mich verdammt nochmal nicht getroffen! Mist. Er ist hier drüben! Herrschaftszeiten jetzt hier. Oh. Wir kriegen alle ein Stück von ihm, aber ich zuerst. Hey, er ist hier drüben. Mal sehen, ob dein Blut rot ist. Ja, einen Gast. Natürlich ist es rot. Diese Frage könnt ihr euch sparen. Okay, wo geht's weiter? Tschüss. Ich hab ihn entdeckt. Hallo Jungs. Der Wichser hat Glück gehabt. Mist. Gut. Okay, brauchen wir ein paar neue Waffen. Gut. Gibt's doch nicht. Oh, wo sind wir denn hier? Badezimmer. Medizinschrank. Oh, Waffenschrank. Wir versuchen es in dem Bereich. Ja, da guckst du ja blöd, ne? Gut. Schutzweste, alles klar. So, und nun? Wo geht's weiter? Zu spät, um abzuhauen, Junge. Wer spricht hier von abhauen? So, jetzt interessiert mich aber, wie wir da hochkommen, verdammt. So.
Nee. Ich hoffe, falsch. Ich gehe hier nicht so weit, Pops, aber wir sollten nicht mit diesen scheiß Kommunisten zusammenarbeiten. Ah, deren Geld hat die gleiche Farbe wie das aller anderen. Doch, das da. Das hat nichts daran, dass Kuba kurz davor war, uns ein paar Atombomben in den Arsch zu rammen. Hör mal her. Ich hasse diese dreckigen Roten genauso wie jeder andere. Oh. So. Das war's, Leute. Scheiße. Das kann doch nicht sein. Doch. Jetzt bist du dran. Lass deine dreckigen Finger von mir, du Hurensohn! Natürlich. Gut. Sicher. Fahrzeugpanzerung. Sodass sie der Rückstoß verringert. Sprinte und schwimme länger, erhole dich schneller. Das ist gut. Wenn wir Tech for Harbor halten sollen, brauche ich ein paar deiner Leute. Sind so gut wie erledigt. Wir sind in 0, nichts da. Gut. Das sind natürlich Top-Bonis. Die können wir uns nicht hingehen lassen. Das geht nicht. Ich wusste monatelang nicht, dass Lincoln das Massaker bei Sammy überlebt hatte. Und ich wusste auch nichts von seinem Krieg gegen Selma Carno. Das FBI hatte keine Akte über Lincoln Clay. Und ich hatte keine Ahnung von seiner Militärausbildung. Das war ja alles Geheimsache. Sonst hätte ich natürlich nach dem Tod von Richie Doucette 1 und 1 zusammengezählt. Gut, das war's soweit wieder für dieses Let's Play. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage einmal bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute!